Immer mehr Menschen beklagen sich über Impfnebenwirkungen und beklagen Impfschäden. In diesem Video erzähle ich die Geschichte einer Mandantin und welche rechtlichen Möglichkeiten es bei Impfschäden und Impfnebenwirkungen gibt. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir das Video gefallen, lass bitte ein Abo da und kommentiere bitte hier unten, welche Erfahrungen du mit Impfnebenwirkungen gemacht hast. Wir hatten vor circa einem Jahr eine Mandantin, die über plötzliche Herzschmerzen klagte beim Joggen. Sie ist mit Moderna geimpft worden. Sie war auch für das Impfen und hatte Luftnot und das Ganze wurde immer schlimmer. Irgendwann nach einer Joggingrunde ist sie mit Blaulicht ins Krankenhaus mit Verdacht auf Herzinfarkt eingeliefert worden. Sie war knapp 2 Wochen im Krankenhaus und es stellte sich dann eine sogenannte Herzmuskelentzündung heraus. Das wurde auch attestiert und es wurde auch attestiert, dass diese Herzmuskelentzündung aufgrund der Impfung entstanden ist. Daraufhin haben wir dann für die Mandantin die erforderlichen behördlichen Anträge gestellt. Und doch relativ schnell, also nach knapp einem Jahr, haben wir schon eine negative Antwort bekommen. Denn grundsätzlich ist es so, dass natürlich der Staat in die Haftung eintritt für Impfschäden. Das hat er erklärt. Aber es müssen Impfschäden sein, die noch 6 Monate nach der Impfung auftreten. Unsere Mandantin galt als vollständig geheilt und darüber hinaus sei die Erheblichkeitsschwelle von 25% Schädigungsfolgen hier nicht erreicht. Das heißt, nur wenn man tatsächlich erstmal, wenn der Impfschaden festgestellt wurde, hat man überhaupt eine Chance, auf diesem Wege vom Staat eine Entschädigung zu bekommen. Und es muss ein dauerhafter Schaden sein, der sehr erheblich ist. Dann hat man die Möglichkeit, es sind allerdings nur wenige Impfschäden und Impfnebenwirkungen überhaupt anerkannt. Zum Beispiel gibt es Schäden von AstraZeneca und durch Johnson & Johnson verursacht. Das sind meistens Thromboseschäden. Es sind auch Fälle von Gesichtslähmungen anerkannt. Alle anderen Beschwerden sind so gut wie aussichtslos. Da wird man also auf diesem Wege kaum rechtlich einen Schadensersatz verlangen können. Theoretisch könnte man dann auch noch gegen den Hersteller vorgehen, wobei dieser Hersteller wiederum vom Staat freigestellt werden würde, wenn der Hersteller erfolgreich verklagt werden würde. Also hier ist ja immer maßgeblich, dass man die sogenannte Kausalität zwischen Ursache und Wirkung nachweist. Das heißt, man muss nachweisen, dass der entstandene Schaden tatsächlich auf die Impfung zurückzuführen ist. Und dann kommen immer Einwendungen wie, naja, es hätte ja noch schlimmer sein können, wenn nicht geimpft worden wäre. Und das muss man dann wieder entkräften. So werden die Bälle halt hin und her gespielt und in der Regel laufen diese Sachen dann über Gutachten ab. Das heißt, zunächst einmal kann man über seine Krankenkasse kostenlos in der Regel ein Gutachter beauftragen, der genau vor allen Dingen diese Kausalität nachweist und eventuell dann eben auch eine Pflichtverletzung eines behandelnden Arztes. Denn der Arzt, wenn er nicht ordentlich aufgeklärt hat, kommt als zweiter Anspruchsgegner in Betracht. Diese Gutachten, die von der Krankenkasse in Auftrag gegeben sind, sind tendenziell positiv für den Patienten, denn die Krankenkasse wählt die Gutachter aus, bezahlt die Gutachter und ist daran interessiert, die Kosten für eine Heilbehandlung dieser Impfschäden dann wieder zurückzubekommen. Meistens ist es dann so, wenn man dann vor Gericht zieht, dass dann ein Gutachten der Ärztekammer eingeholt werden wird. Das dauert auch in der Regel zwischen 6, 9 Monate bis 1,5 Jahren. Der Mandant und Patient muss sich dann einer umfangreichen Untersuchung unterziehen. Und wenn es darum geht, anderen Ärzten eine Pflichtverletzung, eine mangelnde Aufklärung nachzuweisen, dann wird die Ärztekammer sicherlich selten gegen die Kollegen schießen, denn gerade im Zuge der Impfung ging alles schnell, schnell. Eine mündliche Aufklärung reicht auch. Vielen wurde einfach ein Blatt zur Unterschrift vorgehalten, was man ohne zu lesen unterschrieben hat. Manche haben gar nichts unterschrieben, sodass man streng juristisch hier vielleicht darauf kommen könnte, dass der Arzt nicht ordnungsgemäß aufgeklärt hat. Das heißt, man hat 2 Haftungsgegner, einmal den Staat respektive
den Impfstoffhersteller und einmal den Arzt, der nicht ordnungsgemäß aufgeklärt hat. Insgesamt muss man leider sagen, dass derzeit keine guten Chancen bei Gericht bestehen. Das Ganze ist extrem umfangreich, um überhaupt die Impfung staatlicherseits anerkannt zu bekommen. Das ist es schon ein langes behördliches Verfahren. Theoretisch kann jeder selber diesen Antrag stellen, aber das ist ein ganz schöner Behörden- und Antragsdschungel, der da zu bewältigen ist. Und das nächste ist dann die Durchsetzung des Anspruchs. Also sehr komplizierter, sehr langwieriger Weg. Viele Leute ziehen das nur durch, wenn sie tatsächlich eine Rechtsschutzversicherung haben, denn da ist auch ein enormer Kostenrisiko steckt in diesem Weg, denn es sind Gutachter zu bezahlen auf dem Weg dahin, es sind zwei Anwälte, also der eigene Anwalt und wenn man verliert, der gegnerische Anwalt zu bezahlen und es ist, sind Gerichtskosten zu bezahlen und wenn man gewinnen sollte, wird die Gegenseite eventuell in die nächste Instanz gehen. Also da ist schon ein enormes Kostenrisiko. Das heißt, Leute, die gute Nerven haben, die es durchsetzen wollen, die eine Rechtsschutzversicherung haben, die könnten das Ding angehen, aber man braucht hier einen langen Atem. Ich werde euch aber auf dem Laufenden halten, wie hier die Entwicklung der Rechtsprechung ist, denn das ist natürlich alles noch ganz jung. Es gibt bisher nur erstinstanzliche Urteile zu Impfnebenwirkungen. Auch hier wird es ja eine Entwicklung geben. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.